Hallo und herzlich willkommen, Leute, zurück zu einem neuen Stream von Zelda. Wir haben auch einiges zu tun. Wir haben im letzten Stream gestern den vierten Titanen geholt, aber damit ist das Spiel natürlich noch lange nicht zu Ende. Ich habe hier noch eine liebe Dame, eine Gerudo, entdeckt, mit der ich doch erstmal sprechen möchte. Sprechen, genau. Ramella, Savak, tagsüber wird es hier brennend heiß. Oh. Wenn du vielleicht etwas Bernstein hättest, den könnte ich gut gebrauchen. Bring mir 10 Stück und ich gebe dir einen besseren Preis dafür, als du in einem Laden bekommen würdest. Hab ich. Klar, immer zuerst liken. Okay. Eine Nebenquest ist das. Ist das die, die in diesem Gasthaus saß, die wollte, dass ich ihr den Hof mache? Ist das die? Ich weiß es gar nicht. Wow, du hast den Titan schon? Natürlich. Uff, in dieser brennenden Hitze, Edelsteine zu sammeln, bringt mich noch um den Verstand. Hast du vielleicht 10 Bernstein? Wenn du sie hast, würdest du sie mir verkaufen? 10 Bernstein. In einem Laden würdest du dafür 300 Rubine bekommen. Aber ich gebe dir 500. Ja, das hört sich nach einem guten Deal an. Das machen wir direkt. Zack, zack. Danke, du hilfst mir wirklich weiter. Schönen Dank. Und hier sind deine 500 Rubine. Bam, Alter, bam. So macht man Money. Andere Edelsteine kaufe ich auch, also bring mir ruhig noch mehr. Immer 10 Stück auf einmal. Welche Juwelen ich noch brauche? Tja, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Ey, ja dann, sag mal, was willst du denn als nächstes? Sie wollte was von dir? Weißt du das nicht mehr? Warst du gestern nicht... Doch, dabei warst du doch bei, oder? Diese brennende Hitze, daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Also, hast du nicht zufällig 10 Topasse? In einem Laden würdest du dafür 1800 Rubine bekommen, aber ich gebe dir 2000. Okay. Das ist, sag ich mal, nett aufgerundet. Sag, sag. Danke, das hilft mir wirklich weiter. Hier, nimm. Alter Vater. Wenn du 10 Topasse hättest, würde ich dir immer noch 2000 für 2000 abnehmen. Soll ich dir nochmal 10 Topasse geben? Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Das ist jetzt das Problem. Moment. Wir machen mal lieber nicht. Dann bis später mal. Und wir gucken mal, wie viele Edelsteine ich habe. Ich fotografiere das eben mit meinem wunderschönen Handy. Hi, wohin genau? Und dann kann ich jederzeit nachgucken, wie viel ich noch haben müsste. So. Alles klar. Topasse waren das hier, ne? 67. Wir haben eigentlich von allem genug. Komm, wenn du noch 10 Topasse haben willst, bitteschön, kannst du sie haben. Also, hast du nicht zu viel... 10 Diamanten will sie haben! Was? Warum? Ich ging doch gerade um Topasse. 5000 würde ich dafür kriegen im Laden. Und du würdest mir 5500 geben. Lohnt sich eigentlich jetzt nicht so. Ist nicht so, so ein großes Plus. Aber okay, komm, 10 kriegst du. Ich habe eh 26. Nee. Nochmal 10 kriegst du nicht. Was willst du denn noch haben? Saphire. Ja, komm. Zack, zack. Ja, so fühlt sich unser Konto auf jeden Fall gut auf. Ich habe gestern dank dem Internet kaum was gesehen. Ach, scheiße, das ist doof. Ich habe es überstanden mit den Schmerzen. Nice. Hi, Kakadu. Haben wir die Saphire jetzt verkauft? Ja, ne? Gut. So. Willst du vielleicht noch ein paar Rhodonit? Komm, kriegst du auch. Da haben wir dir alles einmal verkauft. Und wir sind bei 20.000. So, willst du jetzt nicht noch... Topas. Warum will sie denn keine... Wer sind diese billigen Steine nochmal? 10 Topasse. Außerdem, Cody, hast du das Video, was ich gemacht habe, gesehen? Angesehen? Hast du es auf dem Discord gepostet? Ich meine nicht, deswegen habe ich mir auch nichts angesehen. Du musst es auf dem Discord. Poste das in den Discord rein, dann gucke ich mir das an. Deine Thumbnails und deine Videos, was weiß ich, ich gucke mir das an. Lieber nicht. So, bietet die immer was anderes an, wenn ich mit dir spreche? 10 Topasse, hm. Wie viele Topasse habe ich denn noch? Ah, eigentlich müsste ich noch genug haben. Komm, nimm. So. Nein, nicht nochmal. Warum nicht? Ich
Probier's noch zweimal oder einmal? Nee, komm. Dann hau ab. Diese billigen Kacksteine hier, die hätte ich dir verkauft. Bernsteine, ganz viele. Aber du willst mich ja auseinandernehmen hier. Nach einem Opal hast du zum Beispiel auch gar nicht gefragt. Was ist denn mit dir los? 10 Saphire. 10 Saphire. Ach komm, 10 Stück kannst du doch haben. Ich denke, unser Konto aufstocken, das kann nicht schaden. Wir müssen auch noch die 4. Fee finden. Ach so, das... Ne, habe ich leider vergessen. Ich speichere das jetzt in meinem Browser ein. Und guck's dann nachher. Aber wirklich, jetzt ist es ja offen. Jetzt ist es schon vorgeöffnet. Jetzt werde ich es nicht vergessen. Das darfst du mir nicht übel nehmen, ey. Sowas vergesse ich. Sowas vergesse ich mal. 10 Saphire will ich schon wieder hätten. Jetzt hau ab. Jetzt hau ab. Du willst ja nur noch meine guten Edelsteine haben. Du blöde Kuh. Aber gut, wir müssen noch mit ihm hier reden. Mit Ludo, weil wir haben ja den Titan gemacht und haben noch gar nicht unsere Belohnung abgeholt. Oh, hallo. Junobo hat mir alles erzählt. Der Heilianer, der Rudania besiegt hat. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben. Und das, wo ich meine Rückenschmerzen gerade weg waren und ich mir Rudania vorknöpfen wollte. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nicht alle Erinnerungen, aber die können wir gerne holen. Mit der Zeit. Und Junobo hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon. Schau dir lieber das hier an. Warudania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir den am Todesberg endlich wieder nach Erz suchen. Ach ja, ich muss dir ja noch danken. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit müsstest du doch was anfangen können. So als Held und so. Außer natürlich, du als Alianer weißt das sicher schon. Damals vor 100 Jahren hatte der alianische Recke ein Schwert, das heilige Bandschwert. Das heißt, das Schwert ruhe irgendwo in den verlorenen Wäldern, westlich von hier. Da müssen wir auch noch hin. Junobo, Mädchen. Das Schwert westlich von hier. Warum suchst du nicht danach? Ich hatte immer noch keine Chance. Aber gut, ich hole mir erstmal die Belohnung hier. Komm. Wieder was Neues, was ich mir in mein Haus hängen kann. Ach, wow. Auf seinem Sitz hat er das hingepackt. Alles klar. Bergspalter, nicht Felsspalter, sondern Bergspalter. Diese Waffe des Recken Daruk ist eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Aljana dagegen könne es kaum heben. Hallo, nice! Nice. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich die Rüstung hier gefärbt habe? Lol. Die Rüstung hier habe ich auch gefärbt. Die hier. Ja, die ist jetzt orange. Weil ich will so, weiß ich nicht, bunt durchgemischte Rüstungen haben irgendwie. Das ist so genau meins, das ist genau meins. Cool, geh mal zum Schloss und hol dir das besondere Schild, falls du das noch nicht hast. Nö, ich hatte, glaube ich, erstmal andere Pläne. Wir müssen ja das Gebiet hier erstmal noch erkunden komplett. Und dann müssen wir auf jeden Fall die Crocs da noch nachholen. So, aber jetzt gehe ich erstmal nach Hateno und hänge dieses coole Schwert in mein Haus, ja? Ja. Nee, nicht aufgefallen. So, wir könnten eigentlich die Erinnerungen holen, die wir... Also, aus den Gebieten, die wir eh schon... Also, wo wir eh schon die Karte haben. Da könnten wir die ganzen Erinnerungen holen. Kannst du die Erinnerungen machen? Natürlich kann ich die Erinnerungen machen. Aber eigentlich würde ich gerne erst das Gebiet erkunden. Ist das in Ordnung? Wenn wir das erst erkunden und danach die Erinnerung holen? Nur den Schild holen, ich schwöre dir, das ist das Beste. Ich habe noch ein bisschen Angst. Zum Schloss zu gehen. Hallo, Profi-Gamer! Alles fresh. So. Müssen wir das Ding auch fotografieren? Das weiß ich gar nicht. Alles dufte, alles klar.
Wir verstehen uns. So. Wegwerfen. Das macht Sinn. Sowas wirft man ja immer weg. Bergspalter. Tada. Öffnen. Hi, Nathalie. So, welche Waffe nehme ich denn jetzt weg? Eigentlich muss ich die wegnehmen, ne? Ich muss die wegnehmen. Ja. Weil... sonst habe ich keinen Platz. Für meine coole Waffe hier. Tada! Geil. So, jetzt haben wir diesen Bogen von einem Recken. Die Waffe von einem Recken. Die Waffe von einem Recken. Die Waffe von einem Recken. Und das Schild hier von einem Recken. Yay! Das kannst du mich in jedem Stream fragen. Ja, kenne ich. So. Ach komm, wenn wir eh hier sind, ist hier nicht in der Nähe auch irgendwo eine Erinnerung? Wir haben die Gebiete hier unten zwar noch nicht, aber irgendwo hier könnte ich mir vorstellen, dass hier auch auf jeden Fall auch eine ist. Ich glaube, beim Osttor sollte doch irgendwo was sein, ne? Hat, wer heißt der Typ nochmal? Dieser Maler, der hat irgendwas von einem Osttor erzählt, wo so ein Eingang ist oder sowas. Lass uns mal hier gucken gehen. Kann ich mich da irgendwo hin teleportieren? Das wäre cool. Ja, hier, ne? Das wäre der nächste Punkt. Cody, Mann! Was geht ab? High Fire Battle! Halli, hallo! Sorry fürs Antworten, aber diese Fragen kommen so oft. Du kannst gerne antworten, gar kein Ding. Ja, kennt er auch. Er kennt alle, okay? Cody, im Schluss ist eine Erinnerung. Ja, ist ja gut. Wie geht es dir, Cody und Sheila? Also, mir geht's ganz gut. Ja, ganz gut. Bis auf den Stress, den man so hat, ne? Aber ich versuche den einfach zu ignorieren und habe hier meinen Spaß beim Zocken. Beim Tor von Ranel gibt's eine Erinnerung. Sag ich ja. Bitte immer nur versteckte Hinweise geben und nie komplette Lösungen. Das ist doof, weil ich will selber rätseln. Ich will selber rätseln. Okay. Oh, scheiße. Ich glaube, hier konnte man ja um die Ecke gehen. Denkst du, es kommt noch ein Zelda? Auf jeden Fall kommt noch ein Zelda-Titel. Auf jeden Fall. Das ist das eins, was klar ist. Leck. Lol. Okay, ich hoffe, der Leck liegt nicht an mir. Ja, eigentlich lade ich nichts hoch. Ich könnte den Streamer selber gucken nebenbei. Moment. Ich mache den Streamer bei mir selber an. Aber ich schalte den mal auf 720p. Damit das Ganze mein Internet nicht so belastet. Leckt es immer noch bei euch, oder was? Ich sehe, was du nicht siehst, und es ist blau. Was? Leute, macht es ihm doch nicht so einfach, sonst macht das doch keinen Spaß mehr. Ich hatte 100 Ideen an ein Zelda-Spiel. Dann schickst du bei Nintendo ein. Schick denen deine Ideen. Digga, das wird cool. Er soll selbst alles finden und wenn er verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß, kann man ja helfen. Genau, dann könnt ihr mir helfen. Der Daumen. Auch, bin auch müde und mega glücklich, weil die Tickets da sind für die Gamescom. Nice! Nee, Cody liegt sicher an meinem Internet. Ne, bei mir scheint es auch teils ein bisschen zu laggen. Aber ich habe keine verworfenen Frames und so. Vielleicht ist mein Internet gerade auch einfach nur scheiße. Ich weiß es nicht. Also wenn es massive Probleme gibt und es die ganze Zeit ruckelt, dann sagt mir Bescheid. Ich muss das wissen. Da muss ich die Bitrate runterstellen. Wisst ihr?
Verstehe. Was ich auch probieren könnte ist... Moment, ich mach mal ganz kurz was nebenbei. So. Ich laufe einfach mal so lange hier hoch. OBS frisst halt extrem viel. Was? Wie du was? So. Ja, OBS ist schon so bei 76-80% Auslastung meiner CPU. Das belastet schon. Das belastet schon. So, gucken wir gleich mal beim Flug, wie das aussieht bei euch. Ich beobachte das, ich beobachte das. Ich möchte ja nicht, dass ihr Scheiße zu sehen bekommt. Nee, mehr verrate ich nicht. Auf wie viel hast du sie denn gestellt? Die Bitrate? Auf, ich glaube, 4500 Kilobit die Sekunde. Das ist eigentlich noch voll in Ordnung. Aber man muss halt immer mal gucken, je nachdem wie gut das Internet läuft, ne? So. Oh! Hallo! Komm, gib mir was! Danke! Da oben ist es hingeflogen. Alter, wie einfach genau hier. Und hier ist die Erinnerung. Oh! Bevor ich mir die Erinnerung hole, hole ich mir das da. Lol. Nimm die Kork-Maske. Habe ich noch nicht, genau. Was ist rot und spielt Zelda eine... Eine was? Okay, der war schlecht. So, jetzt würde ich sagen, es ist Zeit für eine Erinnerung. Deswegen werde ich jetzt ganz kurz eure Kommentare ausblenden und den ganzen Rest ausblenden. Ab geht's. Hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ach. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen, aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Zweifel. Es ist soweit.
Er ist es. Er ist erwacht. Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment! Bruder, ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpasst Ganon eine Abreibung! Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein! Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte lasst mich mit euch kommen. Krass. Krass, krass, krass. Eieieiei. Das war mal ein gutes, eine geile Erinnerung. Da hast du recht. Die war echt gut, Claudio. Hammer. Ganon ist erwacht. Sie kommt gerade von einem Berg. Konnte wieder nicht bestehen. Oder ist wieder nicht erreichen, ihr Ziel. Und leider haben sie es nicht geschafft. Und Zelda wartet im Schloss auf uns. Seit über 100 Jahren. Naja, okay. Erinnerung haben wir. Haben wir. Das ist gut. Aber. Ja. Wie jetzt weiter? Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Mipha, ich mag sie mehr als Zelda. Echt? Aber nur wegen der Stimme, oder? Dann holen wir uns... Wow. Die nächste Erinnerung, die müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Und zwar... Album, Foto... Warte mal. Das sind die neuen. Und die haben wir schon, ne? Die und die? Echt? Haben wir schon so viele gefunden? Dann brauchen wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück brauchen wir nur noch. Das ist nice. Oder? Mehr gibt's ja nicht, ne? Gerade ein bisschen verwirrt. Nicht spoilern. Cody färbt die Sora-Rüstung doch in Rot, in Ehren an Mipha. Aber gleichzeitig bla bla. Ja, wegen der Stimme und das hier Element. Wasser ist auch zufällig mein Ding. Okay. Ja, Element Wasser ist auch mein Ding. Da muss ich zustimmen. So. Gehen wir einfach mal irgendwo in diese Gegend. Mipha finde ich besser als Zelda. Ich, ey, nichts verraten. Mürrische Art hat Link immer so angemacht, weil er ihn motivieren wollte. Psst, nicht spoilern! Mann! Link starb? Das ist für mich... Also ich wusste nicht, dass er gestorben ist. Das Datify. Ich weiß, dass er dann 100 Jahre Schlaf hatte, das weiß ich. Aber dass er gestorben ist, das ist mir neu. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen.
Au. Warte mal. Diese Erinnerung hier, das kann ich mir nicht erklären, aber das muss irgendwo vor dem Schloss sein, das sieht man. Die zweite haben wir, die dritte auch, die vierte auch. Das hier muss auch irgendwo in der Wüste sein. Ich lese die Kommentare jetzt nicht mehr. Erstmal, bis der Ruhe ist. Und da sieht man auch das Schloss Hyrule. Na, I don't know. Wir machen einfach erstmal weiter in der Dingsbums hier. Hier machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Und zwar, diesen Krog habe ich geholt, oder? Ja, mache ich den Stempel mal weg. Da konnte man kämpfen. Gucken wir mal kurz, wo wir schon überall waren. Und markieren uns jetzt mal, wo wir noch hinlaufen müssen. Ganz klar wäre eigentlich dieser Ort hier noch. Und die Beel-Ebene. Die müssen wir noch abchecken. Dann ist hier noch was Auffälliges. Ein Zeloteich, da waren wir, ne? Ja. Nun, dann würde ich sagen, da müssen wir noch hin und... Hier zu diesem Kusatzsee auf jeden Fall. Ja, dann... Dann gucken wir mal, dass wir... Weiß ich nicht, irgendwie nochmal... Ups. Das wollte ich nicht. Nein, hör auf. Egal. Teleportieren wir uns jetzt dahin. Alter, was mache ich hier? So. Starkiller Maiko, hi. Na? Ob ich mal in Zelda Livestream Facecam anmachen könnte? Im Prinzip ist es nicht viel Arbeit, die anzumachen. Aber nö. Nö. Da habe ich jetzt aktuell keine Lust drauf. Und wie gesagt, bei Zelda brauche ich das halt nicht. Eigentlich. Ja. Ich meine. Reicht euch meine Stimme nicht aus, oder was? Ach, das ist hier schon doch gewohnt, geblockt zu werden. So eigentlich von, Nightbot. Aber ich denke. So viel Unterschied macht das auch nicht. Oh shit. Brauche einen, der weit schießt. Perfekt. Perfekt. Das ist TNT, Alter. Das ist genau richtig, um das da reinfallen zu lassen. Scheiße. Ich nehme doch die Runde. Boah. Und dann würde ich sagen, gehen wir da mal mit einem coolen Schwert rein. Hi! Ich nehme erstmal den davor. Ganz klar. Weil er ist silbern. Ah, das ist doch ein Silberner. Zwei sind anscheinend gestorben. Oh. Was ist los mit dir? Wechsel dich auf. Du sollst dich nicht aufregen, Kollege. Du sollst... Oh, den hier fressen. Oh, scheiße. Halbes Herz noch. Ich muss was essen. Ich habe gerade ein bisschen Hunger bekommen. Plötzlich. Da, 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 da. So. Und nochmal. Weg, bitte, Alter. Meine Güte. Okay, nice. Holen wir uns unsere Belohnung ab. Dann sind wir mit dem Lager auch fertig hier. Wir können draußen natürlich noch die Leuchtteile abbauen. Oh. Ich habe auch noch Flederbeißer getötet. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber gut.